KinoCast. Was geht? Hallo. Hallo, was geht? Und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Hi. Eine schöne Ostern an euch alle und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hoffen. Frohe Ostern. Genau, ihr findet viele Geschenke, die der Osterhase verloren hat. Oder Eier. Oder Amazon oder wer auch immer. Oder jeder andere Versand eures geringsten Misstrauens. Wir haben ein paar Filme zu besprechen. Zum einen hatten wir in der Sneak Preview den Film The Innocents, Originaltitel The Uskuldige, ein norwegischer Film, der auf Festivals dermaßen abgeräumt hat, überall Top-Kritiken. Aber wie wir es fanden, das erfahrt ihr dann gleich. Ein Mystery-Horror-Film mit Kindern in Norwegen. Ich habe jetzt. Norwegen? Nee, Norwegen war das eigentlich. Ja. Norwegen. Ich, okay. Was Norwegen? Keine Ahnung. Ja, dann habe ich noch geschaut auf Netflix The Bubble. Da hattet ihr, glaube ich, vor einiger Zeit mal den Trailer empfohlen gehabt, wo es darum geht, dass da so eine Filmproduktion in so einer Bubble stattfindet, der neue Judd Apatow-Film. Und den gibt es auf Netflix, den habe ich geschaut. Und die Kate wird uns ein paar Serien vorstellen, von denen ich von beiden noch nichts gehört habe, nämlich Parallel Worlds und Anatomie eines Skandals. Bin ich sehr gespannt. Natürlich gibt es auch wieder ein Rätsel, diesmal von mir. Und deswegen fangen wir einfach mal an, damit wir hier schnell durchkommen. Ich habe gerade mal die Innocence, habe gerade mal die Movie-Pilot-Seite offen. Da hat er eine Wertung von 7,4. Also, The Innocence, dieser norwegische Film von Eskil Vogt, da geht es darum, dass eine Familie mit zwei Kindern, ein ganz kleines Kind und die ältere, die, wie heißt sie, Ida, glaube ich, die ist schon ein bisschen größer, wie alt wird die sein? 9 Jahre, keine Ahnung, 12, so die Drehe, weiß nicht. Auf jeden Fall. Die ziehen in eine neue Stadt, dort in so ein Hochhausviertel. Also das ist so in Norwegen wahrscheinlich auch so ein Ding wie Stuttgart, Mühlhausen oder so, gibt es auch so Hochhäuser. Oder im Osten gab es die sehr viel auch. Das sah auch so ein bisschen nach dieser sozialistischen Plattenbauarchitektur aus, muss ich sagen. Und da ziehen die halt ein und das junge Mädel soll dann halt irgendwann in die Schule kommen und soll schon mal ein bisschen in den Ferien dort ein paar Freunde finden. Wird immer rausgeschickt von ihrer Mutter, hier, geh doch mal spielen und so, guck mal, wen du da so triffst. Und am Anfang hatte der Chris und ich, wir hatten schon eine böse Vorahnung, weil da gab es so ähnliche Kameraeinstellungen wie bei Titan, wo immer auf das Mädel geblendet wird, die hinten im Fond des Autos sitzt und dann das Auto so irgendwie so ein bisschen komisch fährt. Und bei Titan endete das ja in einem Crash, wo dann das Kind am Kopf verletzt wurde. Und hier ist nichts passiert bei der Autofahrt. Aber man merkt schon, das Kind, ich lese gerade die 6 Jahre alte Ida und ihre Schwester, die Anna, die sitzen hinten drin und die Schwester Anna ist offensichtlich geistig behindert. Und darf man das so sagen? Ja, ne? Und die jüngere Schwester, die drangsaliert ihre ältere Schwester, also sie kneift sie zum Beispiel ganz doll ins Bein, weil sie weiß irgendwie, die merkt oder die reagiert darauf nicht und ihr geht das halt auch auf die Nerven, was sie da immer so für Geräusche macht die ganze Zeit. Und ja, man merkt schon, also das Verhältnis ist nicht gerade gut zwischen den zwei Schwestern. Und die ziehen dann halt dort ein und die jüngere Schwester geht dann halt raus zum Spielen und lernt da so einen Typen kennen, den Ben. Und der zeigt ihr dann im Wald, nimmt sie erstmal mit so in den Wald, so ein bisschen seltsam. Und im Wald zeigt er ihr dann, dass er irgendwie was Komisches entdeckt hat, nämlich wenn sie einen Stein aus der Hand auf den Boden fallen lässt, dann bewegt er sich nicht, fällt er nicht gerade zu Boden, also Newton würde sich im Grab umdrehen, sondern der Stein wird quasi so zur Seite weggeschleudert und irgendwie gebogen. Und man gewinnt so die Idee, dass das irgendwie was mit dem Jungen zu tun hat, dass er quasi diesen fallenden Stein mit geistiger Kraft irgendwie bewegen kann. Und das wird aber erstmal nicht so weiter thematisiert. Die finden das halt irgendwie ganz lustig und cool. Und
ja, irgendwie passieren dann noch sehr komischere Sachen. Also es werden dann noch Tiere gequält und alles. Und das war dann schon so ein Moment, da waren der Chris und ich, wir waren da schon eigentlich raus bei dem Film. Wir haben gedacht, okay, also da muss jetzt schon was echt Gutes kommen, damit der Film uns zurückgewinnt. Und Spoiler-Alarm, es kam nichts mehr Gutes. Weil diese Tierquäler-Szenen, die muss ich nicht sehen. Also das war mir einfach zu viel Provokation, die da drin gesteckt hat. Und das war einfach zu viel und wollte ich nicht sehen. Und das, ja, jedenfalls, die Story geht dann halt noch weiter, dass das kleine Kind noch mit den anderen Kindern zu tun hat. Und da ist noch in einer anderen Etage, ist noch so ein anderes kleines Mädchen, die Aisha. Und die hat offensichtlich irgendwie eine sehr starke Empathie. Also die kann zu anderen Kindern so eine geistige Verbindung aufbauen. Sie hört zum Beispiel manchmal was, was andere Kinder auch hören, oder sie sieht was, oder sie kann sich mit denen connecten. Und diese Aisha, die kann dann zum Beispiel mit der behinderten Schwester von ihr connecten, sodass sie sie aus ihrem Dämmerzustand irgendwie rausholt. Also wir erfahren dann auch, dass die ältere Schwester, die war wohl mal ganz in Anführungszeichen normal, also sie hatte keine Behinderung, und das ist dann erst durch eine Krankheit gekommen, und diese Aisha schafft es halt irgendwie, dass sie wieder klar wird und sich artikulieren kann auch. Sie konnte gar nicht mehr sprechen und sind natürlich die Eltern voll begeistert, aber das kommt halt alles auch mit einem Preis, diese ganze Geschichte, und das driftet immer mehr ab in so eine, aus großer Kraft wächst große Verantwortung, aber die Kinder haben halt keine Verantwortung. Das heißt, die nutzen halt diese Kräfte, die sie haben, oder werden halt verletzt von irgendwelchen Kräften, die jemand anders hat und so. Was aber jetzt vielleicht sich ein bisschen anhört nach einem coolen Superhelden-Ding, ist einfach nur eine sehr lahme Erzählung von irgendwelchen Kinderzeug. Es gab mal in der DDR, das werdet ihr nicht kennen, gab es eine Serie, die hieß Spuk im Hochhaus. Hat mich stellenweise daran erinnert. Das war halt so, da sind halt gruselige Sachen, da gab es halt irgendwelche Geister, die konnten durch Wände gehen und so, und ja, war halt so typisch DDR-Ding. Also es hat mich teilweise daran erinnert, irgendwie so ein bisschen, und das war halt einfach sehr, sehr lahm erzählt hier, und wirklich diese ganzen abstoßenden Szenen, die da drin waren, weil die Kinder tun halt dann einfach Dinge, wo man sagt, ach nee, ey, bitte das jetzt nicht, und von den Sachen waren einfach viel zu viele drin. Und das hat mich so abgestoßen, der Film. Und ich habe echt durchgelitten den ganzen Film über, wann der endlich vorbei ist. Und er ging einfach viel zu lang, irgendwie mit 2 Stunden oder so. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Was soll ich gerade jetzt? Ich überlege gerade, was ich noch groß zu sagen soll. Weil ja, mir ging es wirklich brutalst ähnlich. Also ich habe im Vorfeld mich informiert gehabt, habe gesehen, dass der kommen kann. Und fand es eigentlich ganz interessant. Fand das Konzept eigentlich ganz interessant. Ich fand, es klang auch alles ganz gut und so. Und dann ging das los, und es war halt auch komplett anders, als ich es mir vorgestellt hatte, muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen. Das ist natürlich meistens schon so ein bisschen ein Killer bei solchen Sachen. Und in diesem Fall war es ein komplett Killer, weil, also, ey, ganz ehrlich, also diese Tierquäler-Szenen, die fand ich einfach, das fand ich unter aller Sau. Also das geht überhaupt gar nicht. Da bin ich richtig aggro geworden. Und habe innerlich auch nicht so nette Sachen über dieses Kind gedacht, das es gemacht hat. Hätte ich wirklich nicht gebraucht. Hat, glaube ich, der Film auch eigentlich gar nicht gebraucht. Weil genau, in welchem Zusammenhang stand das zum Rest des Films? Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, weil das überhaupt auch nicht mehr dann interessant war. Und also, nee, das war dann Der Moment wirklich, wo der Film mich komplett verloren hatte. Und ich hatte lange nicht mehr das Gefühl, dass ich jetzt einfach aufstehe und sage, ach komm, leck mich am Arsch. Wir haben dann tatsächlich aber beschlossen, dass wenn nochmal so eine Tierquäler-Szene kommt, dass wir gehen. Ja, genau. Das ist unser Abbruchkriterium da. Das war unser komplettes Abbruchkriterium. Also soweit hat es uns getrieben. Und wir haben es gerade im Vorgespräch, hatten wir es auch schon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hat was von Titan, den wir wohl auch nicht richtig verstanden haben, so habe ich wohl auch diesen Film nicht richtig verstanden. Also er hat bestimmt seine Stärken, er hat eine ganz andere Art von Psycho-Horror und übersinnlichen Kräften. Ich weiß nur, dass am Ende beim großen Finale wir mit offenem Mund da saßen.
Aber also Avengers halt, Endgame ist ja nichts dagegen. Aber halt eher glaube ich, aus Erleichterung raus, dass es vorbei war. Also nee, überhaupt nicht meins. Also hat mich nicht abgeholt. Ich mag ja eigentlich Horrorfilme, ich mag ja so Psycho-Zeug. Damit kann man mich schon catchen. Das ist schon, ja, da, aber in dem, ihr lacht immer noch. Ich lache immer noch über das finale Furioso. Ja, also es, ja, wie gesagt, einfach, nee, weil, nee, ich kann dem Film auch nicht wirklich groß Gutes abgewinnen. Das war bestimmt auch starke Schauspieler, also auch von Nein, dem Mädel mit der Behinderung war es. Ja gut, dir ging der Junge auf den Keks. Die anderen Kinder waren furchtbar. Die anderen Kinder waren furchtbar. Wie hast du es während dem Film gesagt? So, hat man irgendwelche Leute einfach von der Straße, hey, hast du Bock, Filme zu machen? Also das, ja, nee. Schwierig, ganz schwierig. Also Idee an sich cool, wenn man es so liest, auch cool. Umsetzung für mich eine absolute Katastrophe und eben diese Szenen mit der Katze, das, ey, nein, einfach überhaupt nein. Also waren ja viele, das habe ich nicht gebraucht. Nicht nur die Katze, war ja auch der Regenwurm und so. Da können Sie mir nicht sagen, dass Sie einen künstlichen Regenwurm extra genommen haben. Nee. Also, naja. Was mich verstört hat, war, dass am Ende nicht kam, no animals were harmed in this movie. Muss dazu sagen, wir sind ja auch nicht bis zum Ende der Schriften sitzen geblieben. Wir waren dann froh, ja, aber das müsstest war. Du bei so einem Film als erstes einblenden eigentlich. Ach, das war schlimm. Es war auf jeden Fall, ja, für uns war es unsäglich, weil wir nichts damit anfangen konnten, es uns nicht gecatcht hat, deswegen. Und dann war er natürlich viel zu lang, von dem her. Ich meine, nee. Wenn man da vielleicht auf einem Festival, wenn man bewusst in diesen Film reingeht und man sowas sehen will und weiß, dass man da was sehr Schräges zu sehen bekommt. Ah, es sind noch so viele rausgegangen aus der Sneak. Also das hat nicht nur uns betroffen, die den Film jetzt nicht so besonders fanden. Ja. Ich habe es ja auch, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe es eigentlich auch verglichen während des Films. Es gab mal eine Filmreihe, die hieß Scanners 1 von David Cronenberg, wo Leute durch telepathische Fähigkeiten sogar bei anderen Leuten die Köpfe zum Platzen bringen konnten. Und Teil 1 und 2 waren so Trash-Horror-Perlen, die wirklich gut waren. Die haben Spaß gemacht, die waren Kultfilme. Und der dritte Teil, da hatte man gedacht, man will mal das breite Publikum abholen und macht so ein R-Rated, also der ab 16 freigegeben ist, ja, wo halt keine Köpfe mehr platzen, wo aber trotzdem noch diese Scanners-Fähigkeiten drin sind. Und ja, da hast du einfach mal dem ganzen Ding das Wichtigste genommen, was den Film ausgemacht hat, nämlich, dass da wirklich Leuten irgendwie bei einem Vortrag plötzlich der Kopf geplatzt ist und so, was halt irgendwie ganz, ganz lustig war. Und so ungefähr war es hier auch, weil die Kinder standen sich gegenüber so, haben sich böse angeguckt, minutenlang, wie in so einem, weiß nicht, wie in so einem alten Samurai-Film, schwarz-weiß, wenn die sich da die ganze Zeit immer nur in die Augen gucken, nichts passiert, so böse Blicke hin, her. Nochmal Gegenschnitt. Nichts passiert. Und das war einfach zu viel und so schlecht inszeniert auch. Und nee, also von mir 3 Punkte, weil es war ein bisschen was Besonderes schon und aber mich hat er einfach zu viel rausgebracht, als dass mich da bei der Stange gehalten hat. Ganz so schlimm wie Titan fand ich es tatsächlich nicht. Also ich fand es jetzt nicht so abartig ganz schlimm, dass ich wirklich mehrmals nah dran am Rausgehen war. Ich hatte wirklich einmal den Drang zum Rausgehen, aber dann hatte ich gedacht, okay, jetzt hältst du es auch noch durch und dann war auch gegen Ende war einfach nur noch gepflegte Langeweile für 1,5 Stunden. Da ist nicht mehr viel passiert. Da hat man sich nur noch aufgeregt über die schlechte schauspielerische Leistung. Deswegen, ja. Ja. Von dir dein neues Lowlight hier. Ja, ziemlich, weil ich war eigentlich auch wäre auch so bei 3 Punkten rumgedümpelt, weil ich gesagt und gedacht habe, okay, ist ja schon für Leute, die da was mit anfangen können oder die es auch ja wahrscheinlich besser verstehen wie ich, ist es bestimmt was. Nur für mich war echt der Achtung, jetzt hat der Neckbreaker, war der Moment mit der Tierquälerei. Und das war völlig drüber. Ja, das mit dem Regenwurm, bin ich bei dir, das war auch schon echt hart. Aber das mit der Katze geht gar nicht. Und deswegen gebe ich dem Film, weil er mich da wirklich
dazu gebracht hat, fast zu, oder eigentlich zu gehen, gebe ich ihm einen Punkt von 10. Huiuiui. Naja. Hat gerade jemand die Gruppe offen, um mal zu schauen, wie die anderen so. Ja. Also wir haben hier also die meisten Antworten, also meisten Punkte gab es bei 5, da haben 3 abgestimmt. Dann haben wir 8, 1, 10, 9, 7, 6, 3. Ja. Außer 4, 2 und 0 ist nichts, ist alles vertreten. Ich schaue auch gerade, also mittelmäßig 5 haben so die meisten mit 3, ja. Ach so, ja, ich lese gerade meinen eigenen Kommentar. Wir hatten ja einen Vorfilm von Duckie Boy, genau, mit einem, was war das, Schranz-Song oder so, heißt das nicht Schranz, diese Musikrichtung, diese, oder irgendwie so ein Techno, also ich bin da nicht mehr ganz so up-to-date bei diesen Musikrichtungen, Frage. Wo man gesehen hat, wie jemand eine Straßenkehrmaschine in Stuttgart startet und dann so durch verschiedene Straßen Stuttgarts fährt und dazu lief so eine Techno oder sagen wir so elektronische Musik. Ja, es war so elektronische Musik, mit nicht mal rausgehen, Freunde treffen. Ja. Kein Bock. Oder du hast keinen Bock rausgehen, Freunde treffen. Irgend sowas, ja. War jetzt bestimmt nicht das absolute Highlight von den Produktionen da, die haben, weil wir haben ja beim Trickfilmfestival hatten wir andere Sachen gesehen, die mich umgehauen haben. Aber mal gut, es war auf jeden Fall mal was Cooles, so einen Vorfilm zu sehen und gerne mehr. Darf ich dazu auch noch kurz was sagen? Ja. Weil das sind ja, ist ja wirklich so, es sind ja kleinere Produktionen und so auch. Und ich fand das echt cool eigentlich, dass man sowas auch mal hat, so eine Ouvertüre, so eine Sneak-Ouvertüre, eine Kino-Ouvertüre. Und ist einfach nochmal was anderes. Man weiß nicht, was einen erwartet. Für mich ist nochmal so ein anderes Element jetzt auch in der Sneak drin. Du weißt nicht, welcher Film kommt und du weißt auch nicht, welche Besonderheiten gibt es heute. Also wir haben Bilderrätsel, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt. Jetzt haben wir diese Pop-Ouvertüre da drin, die ich auch sehr cool, also wirklich sehr cool finde. Also die Umsetzung, ja, vielleicht war jetzt die Musik nicht für jeden was, trotzdem fand ich das sehr stark umgesetzt. Es war einfach cool und vor allem dann mit der Kehrmaschine einmal durch Stuttgart durchkehren, über die Königsstraße und so und solche Plätze. Man hat schon einiges wiedererkannt und dachte sich so, ja, da war ich auch schon. Deswegen, ich fand's cool. Ja, vielleicht als kleine Anregung für die Firma, die das Musikvideo macht, wenn ihr da sowas macht, durch Stuttgart fahrt und jetzt ihr wisst, dass ihr es vor dem Kino zeigt, vor der Sneak, dann fahrt doch mal beim Kino vorbei und macht irgendwie einen coolen Kuss oder sowas. Das hätte bestimmt ein großes Hallo im Saal gegeben oder so, wenn er da vor dem Gloria lang gefahren wäre. Naja. Aber ich bin da gespannt, was da noch so kommt. Was für Musikrichtungen und Themen und so weiter und Videos. Sehr schön. Bin ich immer zu haben für sowas. Also muss ich sagen, der Vorfilm war wesentlich besser als der Film, der danach kam. Ich weiß jetzt nicht, wie die... Das war jetzt natürlich Pech für die lieben Freunde von der Produktion da, dass die nur ausgerechnet jetzt da ihr Video da gezeigt haben und die sind ja noch im Saal geblieben. Kann ich dir gleich widersprechen? Die fanden den gut, oder was? Ja. Ach so. Ja, gut. Ich sag mal, das ist bei Filmen ja immer, je nachdem, wie es dich erwischt, ne? Das ist... Ja, ja, da ja, guckst. Ja, der T, der da war, der hat, was hat er geschrieben? Also hier, erstens das Musikvideo von Marius Schwingel auf großer Leinwand zu sehen, war wirklich beeindruckend. Marius saß neben und war Freude auch anzusehen. Der gestrige Hauptfilm hat mir übrigens sehr gut gefallen. Eine tolle Überraschung und eine sehr intensive Filmerfahrung. Okay. Ja, gibt Zacker, das gibt's auch. Ja, ja. Ja. Also immer wieder gern Musikvideos. Vielleicht gibt es auch mal irgendwie eins von Chimperator oder so. Gibt es ja in Stuttgart so viele, so eine breite Musikszene. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Okay, wenn wir da einmal die Facebook-Gruppe offen haben. Gloria Sneak Stuttgart. Kate, wie lauten denn so der Tipp für nächste Woche? Und ist da schon was eingegangen? Genau, der Tipp lautet plötzlich echt. Und der Tipp, der eingegangen ist, ist von dir und der lautet The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt.
Ah, würde ich mich sehr freuen. Klingt irgendwie wie ein Indiana Jones Film. Ja, das ist der, hat man doch im Trailer schon mal gesehen hier mit Sandra Bullock und wo die dann plötzlich... Ach, der mit Channing Tatum und so, gell? Oh, genau, ja. Und warum ich das getippt habe, die schreibt ja irgendwie, macht die nicht Computerspiele oder sowas und ist dann plötzlich in den echten... Ich glaube, die schreibt Romane. Die schreibt Romane und dann wird plötzlich alles echt. Deswegen, ich würde mich echt freuen. Ich mag ja Sandra Bullock total. Das wäre cool, weil ich bin tatsächlich morgen auch mal wieder am Start. Ah, sehr gut. Coole Sache. Ja, ich habe Ferien, ich habe Urlaub. Ferien. Gehst noch in die Schule. Ja, Urlaub. Sehr gut. Chris hat Ferien. Also es gibt ja nur den einen Tipp bis jetzt. Mal sehen, ob da wieder, manchmal tippen dann welche noch am Montag. Das sind dann wahrscheinlich welche, die am Montag reinschauen und dann meinen Biene-Meier-Tipp lesen und sagen so ein Bullshit und tippen was Richtiges oder so. Aber ich muss sagen, der Tipp hätte gut gepasst. Klein, aber hoch, ne? Ich meine, hat natürlich auch auf die Kinder gepasst, die jetzt irgendwie Superkräfte entwickeln, aber naja. Okay, dann geht's weiter ins Heimkino. Heimkino. The Bubble. Gibt's auf Netflix, den Film. Und ist die neue Produktion von Judd Apatow, der schon so diverse Filme gemacht hat, die wir auch, denke ich mal, gesehen haben. Und in diesem Film, in dem unter anderem Karen Gillian mitspielt, Pedro Pascal, den Mandalorianer, Iris Apatow, seine Tochter, David Duchovny spielt mit und die alle spielen in einer Mega-Blockbuster-Reihe mit, die heißt Cliff Beasts. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, wie soll man es nennen, Jumanji und Jurassic Park, so diese fiktive Filmreihe, die haben. Also sprich, irgend so eine Party von Leuten mit verschiedenen Fähigkeiten sind irgendwo unterwegs und werden von Dinosauriern immer attackiert und sowas, ne? Das sind ja halt diese Cliff Beasts. Und sie wollen einen neuen Film drehen, der heißt Cliff Beast 6, The Battle for Everest. Und dann bricht natürlich die Pandemie herein und alle werden dann in so eine Bubble, müssen so Verträge unterschreiben, werden in so ein mondänes Anwesen, schlossartiges Ding da untergebracht, was so ein Hotel ist. Und da haben sie noch diese Drehorte dann irgendwo in der Nähe alles aufgebaut, natürlich sehr viel mit Greenscreen und so. Und man sieht aber auch dann immer die echten Filmszenen, also wenn sie dann so ihre Szenen drehen, sieht man dann so die echten Szenen, also nicht erst, wie es aussieht mit Greenscreen, sondern wirklich mit allem, mit Dinosauriern und so. Aber es ist natürlich so, wenn die alle so eingepfercht sind in dieser Bubble, ist natürlich wie immer so, tritt auch sehr schnell so eine Art Lagerkoller auf, ne? Und die müssen auch erstmal alle, wenn sie in diese Bubble reinkommen, erstmal 14 Tage in Quarantäne jeder, das heißt, jeder muss auf dem Zimmer bleiben für 14 Tage. Das ist für die meisten schon mal eine absolute Bewährungsprobe hier, so 14 Tage ohne mit jemandem in Kontakt zu kommen. Und dann geht's halt raus und müssen halt immer getestet werden. Und ja, wir kennen das ja jetzt mittlerweile alle, ne, was da so passiert. Und dann dieser Lagerkoller, der trifft natürlich dann auch ziemlich hart. Und jeder hat natürlich so seine Befindlichkeiten. Und die eine Schauspielerin, die wollte eigentlich gar nicht mehr mitmachen, die Karen Gillian. Die war schon im vorhergehenden Teil nicht dabei. Und ist jetzt wieder dabei und da sind die anderen Schauspieler natürlich auch nicht so erfreut, so, ja, hey, du hast uns damals im Stich gelassen für Cliff Beasts 5 und so. Und ist immer so ein bisschen Beef da und man hat dazu noch, um das ganze Franchise wieder ein bisschen nach vorne zu bringen und ein bisschen zu bewerben, hat man einen TikTok-Star mit reingenommen, die Crystal, gespielt von eben von Iris Apatow, also der Tochter. Und die ist dann immer so halt diese Influencerin, die dann halt mitspielen soll, um halt neue Besuchergruppen zu erschließen für den Film. Und ja, was witziger klingt, und der Trailer sah auch unglaublich witzig aus, ist leider nicht ganz so witzig, fand ich. Es ist eher so dämlich und es werden so auch so viele Szenen gezeigt, wo man dachte, ja, das kennen wir jetzt zur Genüge und so. Das ist jetzt nicht mehr witzig, wenn da jemand halt besonders tief das Ding in die Nase gesteckt bekommt, dass er Tränen kriegt oder so, weißt du, das wäre vielleicht witzig gewesen, wenn wir es nicht alle täglich oder wöchentlich irgendwie durchmachen müssten. Und das wäre vielleicht auch witziger gewesen, wenn das ganze Ding ein bisschen eher erschienen wäre, wo man noch nicht ganz so in diesem Trott drin war mit dieser ganzen Quarantäne. Und jetzt ist gerade so die Phase, wir sind gerade so halb wieder raus, also die ganzen Beschränkungen fallen ja, obwohl zwar die Zahlen immer noch explodieren, aber
Und jetzt dieser Film, das wirkt sich irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch an. Jetzt gucke ich mir diesen Film an über Leute in einer Bubble und soll das witzig finden. Ich finde es eigentlich nicht witzig die ganze Zeit. Ich denke mir, ach scheiße, ja stimmt, ey, wir mussten ja alle so das und das und die Einschränkungen waren drin. Und leider kommt auch nicht ganz so dieser Judd Apatow-Humor durch, der eigentlich immer ganz gut funktioniert, so mit seinen üblichen Lieblingsdarstellern. Und hier mit denen hat es leider nicht so gezündet. Es war zwar ganz nett anzuschauen, aber nicht der große Wurf. Ich meine, ist auf Netflix erschienen, ist also quasi mit drin in der Flatrate. Kann man durchaus mal gucken, aber von mir, ich gebe mal 5,5, trage ich jetzt ein. 5,5 Punkte. War ganz nett, auch die ganzen Schauspieler. David Duchovny mal wieder zu sehen und so. Ja, das war schon ganz okay. Ich habe mir da mehr erwartet. Ja. Da sind wir ja eigentlich schon durch hier mit den Filmen für diese Woche. Und, aber noch nicht ganz. Wir gucken ja mal, was in den Neustarts ist und in den Charts. Kinocharts und Neustarts. Ah, wenn ich jetzt kostenlos den Newsletter abonniere, der Innenstadtkinos, kriege ich eine Popcorn. Platz 5 in den Innenstadtkinos Stuttgart ist Morbius. Aber nur Platz 4 ist nur Sonic Hedgehog 2, The. Da gibt es jetzt, irgendwie habe ich gelesen, glaube ich, eine nette Aktion hier von Innenstadtkinos. Also wenn man jetzt in den Osterferien reingeht oder so, lest da mal auf der Seite, irgendwo stand das, falls ihr da mit euren Kids reingehen wollt. Wo ihr mit euren Kids reingehen könnt auch, ist Platz 3, nämlich die Gangster Gang. Sehr witziger Film. Ja. Sonic the Hedgehog 2. Hast du die Gangster Gang gerade gesagt? Nein. Ja. Doch. Hab ich gesagt. War gerade etwas war abgelenkt. Ja, kurz ja. Distracted, ja. Auf Platz Nummer 2 ist Batman, The. Das wundert mich ein bisschen, weil der läuft ja eigentlich nur noch im kleinen EM, ne? Und hat es trotzdem auf Platz 2 geschafft. Irre, oder? Ja, siehst du mal. Krass. Platz 1, fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Der läuft quasi in fast allen Sälen zu jeder Zeit, wenn ich das hier sehe. Also in allen Versionen könnt ihr euch den geben. Und scheint ganz gut zu laufen, ja. Ja, ist ja von, ja, Kate fand ihn sehr gut, du fandst ihn so okay und deswegen geht er mal rein. Also, ist glaube ich ein schöner Fantasy-Film. Ja, auf jeden Fall ins Kino. Kino, ja. Toll. Kino, beste. Immer. Wenn ihr die Wahl habt, immer Kino zuerst. Und was läuft denn an am 21.04.? The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Dann wird doch wohl die Filmrolle schon, die Alteren werden sich erinnern, die Filmrolle wird doch schon im Kino sein. Die könnte man auch in der Sneak schon mal einlegen. Abenteuerfilm mit Sandra Bullock und Channing Tatum und, kleiner Spoiler, Brad Pitt und Daniel Radcliffe, die ungewollt im Dschungel nach einer verloren geglaubten Stadt suchen. Ja, das sieht mir alles im Trailer. Deswegen. Ja. Ebenfalls startet The Northman, ein düsteres Wikinger-Epos von The Witch-Regisseur Robert Eggers. Von Robert Eggers mit Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman und weiteren. Ist übrigens sehr gelobt, das Ding. Also nicht in der Feuilleton-Blase, sondern in meiner Filterbubble. Also von denen, die es schon gesehen haben, die waren da echt, die hat es umgehauen. Der muss gut sein. Okay. Dann die wundersame Welt des Louis Vuitton Biopic mit Benedict Cumberbatch als Maler. Wo kommt denn der her, der Maler? Wie spricht man den aus? Louis Vuitton, der für Bilder von vermenschlichten Katzen Ende des 19. Jahrhunderts berühmt wurde. Ach, der war das. Mit Claire Foy auch noch. Kenne ich sogar. Auch noch. Also. Auch noch mit Claire Foy. Okay, wen haben wir noch? Haute Couture, französisches Drama, in dem eine Haute Couture-Schneiderin eine junge Frau in die Welt der Schneiderei einführt. Von Sylvie Ohayon mit Nathalie Baye, Lina Coudry, Pascal Arbilot. Mhm. Ja, wäre ein schönes Sneak gewesen. Was haben wir jetzt hier? Dokus. Was ist das hier? Ein Animations- und Zeichentrickfilm. Boonie Bears, ein tierisches Abenteuer. Die Bärenbrüder und ihr Freund Vic erleben ein Abenteuer in einem Wildpark. Animationsspaß für Kiddies nach einem chinesischen Hit-Franchise. Okay. Ah ja.
okay. In besten Händen läuft auch noch an, eine Tragikomödie über die Patientinnen in einem Krankenhaus in Paris nach einer Gelbwesten-Demo von Catherine Corsini mit Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Foy, Pio Marmaille und weiteren. Warum habe ich heute die französischen Filme alle? Mir bricht fast die Zunge ab hier. Da habe ich, glaube ich, schon mal was davon gehört, weil da geht es, glaube ich, darum, dass da unter den Verletzten sind auch welche, die andere verletzt haben, weil da irgendwo so, und dann gibt es dann so Ermittlungen. Don't Go, nach dem Unfalltod der kleinen Tochter. Oh Gott, furchtbar. Glaubt ihr Vater, sie durch einen wiederkehrenden Traum zurückholen zu können? Dramatischer Mystery-Thriller mit Melissa George und Stephen Dorff. Oh, da ist die einzige Rolle, die bei Stephen Dorff... Blade. Ist ja schon Blade. Eine Weile her. Okay. Und dann läuft noch ein Hustle Down, ein Actionfilm. Der Fahrer eines Kartells stiehlt ein Auto voll Geld und muss sich zusammen mit einem Kopfgeldjäger, einem Auftragskiller, erwehren. Trashige Action mit... Genre-Veteran Tom Sizemore, Bai Ling und Vanessa Angel. Tom Sizemore mag ich irgendwie. Der ist zwar in Hollywood so ein bisschen in Ungnade gefallen wegen ein paar Sachen, aber auch so bei Soldat James Ryan fand ich den großartig und ja, auch in anderen Rollen. Das wäre auch eine schöne Sneak gewesen, so ein kleiner, trashiger Actionfilm oder so. Das klingt gut. Apropos gut. Jetzt kommen wir mal zu den Serien. Da hoffe ich mal, dass da was Gutes dabei ist, was uns die Kate hier empfiehlt. Serien. Ich kenne beide nicht, bin sehr gespannt. Ich habe mich an zwei neue Serien rangewagt und muss auch sagen, ich habe beide bereits durchgeschaut. Und man muss ebenfalls dazu sagen, ich habe erst vorgestern mit beiden angefangen gehabt. Ich habe erst die eine durchgeguckt und dann die nächste. Was immer darauf hinweist, dass ich sie gut fand. Und das ist tatsächlich so. Wir fangen mal an mit der Serie Parallel Worlds. Gibt es auf Disney Plus und ist eine französische Serie. Spielt an der französisch-schweizerischen Grenze. Und es geht um eine Gruppe junger, ich würde mal sagen Teenager, zwei Brüder, der eine ist schon noch ein bisschen jünger, hat aber irgendwie eine Schulklasse übersprungen und ist mit seinem Bruder in einer Klasse. Die Eltern sind ziemlich reich, also da wird auch ziemlich viel Druck von den Eltern ausgelöst, dass man eben gut in der Schule sein muss, dass sie ihre Aufgaben erfüllen müssen und so, was ein bisschen schwierig ist, aber die Jungs halten ganz gut zusammen. Dann ihr Kumpel mit, ich weiß nicht, was der für einen Hintergrund hat, ich glaube, die Mutter ist Syrerin oder so, aber ist auch mega intelligent, auch ein Cleverchen und eine Freundin, ich kann mir die Namen ehrlich gesagt alle nicht merken, alle so einen französischen Akzent und ich spreche die wahrscheinlich eh nur falsch aus, und die fünf, das waren nur vier, oder? Stimmt, es sind auch nur vier, Entschuldigung, ich war irgendwie bei fünf. Die wollen sich abends treffen und haben so einen Bunker gefunden, in dem sie sich, in dem auch noch Strom läuft. Das heißt, sie haben da so wie so ein kleines Geheimversteck. Und da treffen sie sich abends, weil einer der Jungs Geburtstag hat. Und dann wollen sie nachts Geburtstag feiern. Schleichen sich also alle nach draußen und treffen sich dort. Parallel zu dieser Geschichte mit den Kindern gibt es auch ein Versuchslabor, in dem ein, was ist das, ein Kernreaktor oder irgendwie sowas getestet wird. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo die in dem Bunker sind, wird gerade ein Test durchgeführt. Und es gibt irgendwie nur alle vier Jahre zwei oder drei Tests. Und dann wird wieder geforscht und dann werden wieder neue, nach vier Jahren neue Tests gemacht. Und wir sind halt jetzt gerade dabei, dass eben der letzte Test von dieser Anlage läuft. Und zu dem Zeitpunkt befinden sie sich in dem Bunker. Und plötzlich fängt an, das Licht zu flackern. Es ist wie, als würde gleich ein Stromausfall passieren. Und alles wird dunkel. Und als es plötzlich wieder hell wird, sind sie nicht mehr zu viert, sondern nur noch zu zweit. Und beziehungsweise... einer der Jungs ist noch da und glaubt, dass er sogar alleine ist, und trifft einen fremden Mann im Bunker an. Also den kennt er nicht, ein erwachsener Mann, den er nicht kennt. Und wundert sich dann, wo die anderen sind und rennt los und sucht die im Wald und
merkt dann, okay, er kommt nicht weiter und geht dann zu seinen Eltern und somit werden die drei übrigen der Gruppe als vermisst gemeldet. Problem an der ganzen Sache ist, dass die zwar verschwunden sind, aber sie sind nicht weg, weg. Sie sind nur in einer anderen Welt. Denn der Junge, also der jüngste Junge und das Mädel werden in eine Parallelwelt transportiert. Und in dieser Parallelwelt ist quasi fast alles exakt genauso passiert, bis auf, dass nicht sie und der Junge verschwunden sind, sondern die anderen beiden Jungs. Und somit passiert ein Ereignis, was verschiedene Welten und wieder verschiedene Zeitstränge eröffnet. Also französisch ist Dark, und der, sozusagen. Ja, aber auch nein. Okay. Und der ältere Mann, den er findet, den er in dem Bunker vorfindet, ist nicht einfach ein Fremder, sondern es ist dieser hochintelligente, brillentragende Junge, nur halt in Erwachsenen. Und man fragt sich, was macht der denn jetzt hier? Und also doch das wird dann jetzt halt, ja, ja und nein. Es ist, in Dark ist es anders. Es hat mich auch an Dark erinnert, ja, aber nicht ganz so krass und auch nicht ganz so verkopft, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Also wird dann über die Folgen hinweg wird dann erklärt, wie das sein kann, dass der eine älter ist, hat er eine Zeitreise gemacht und ist zurückgekommen und wo sind die anderen und wie kriegt man das hin, dass wieder alle zurückkommen und was bedeutet das alles? Und dann ist natürlich die Frage, wer kann ihnen überhaupt helfen und wie kommen sie überhaupt dahinter, dass irgendwas nicht passt? Und das wird halt in dieser Serie erzählt und ich muss sagen, die Schauspieler sind super cool. Also mir haben alle vier sich richtig gut gefallen. Auch die Erwachsenen, die nicht ganz so gut dabei wegkommen, aber waren auch gut besetzt. Ich kannte keinen der Schauspieler, aber es war sehr cool, muss ich sagen. Also mir hat es richtig gut gefallen, deswegen habe ich es auch direkt durchgeguckt. Sind, glaube ich, nur 6 Folgen oder so. Klingt interessant auf jeden Fall. Wer Dark mochte, wird das auch mögen. Mal reinschauen. Ich habe gerade ein bisschen hier Wikipedia-Eintrag dazu gelesen. Ich dachte, das basiert vielleicht wie immer bei solchen französischen Sachen meistens auf einem Comic oder so, weil gibt es ja sehr viele, aber wirklich eine neue Entwicklung. Also es ist kein zugrunde liegendes Ding hier. Spannend. Genau. Und die zweite Serie, die ich geguckt habe, ist ganz, ganz anders. Die gibt's auf Netflix und heißt Anatomie eines Skandals. Dabei geht es um einen, ich überlege gerade, was der ist. Also es spielt in Großbritannien und er ist Angehöriger des Parlaments, also irgendwie so ein, was sind die denn? Die werden alle mit Lords angesprochen. Da, irgendwie so ein Abgeordneter. Ja, genau. Auch im reichen Haus und so. Ja, also sein Name ist prestigeträchtig und seine Familie ist stark und bla. Und so das Typische, uns kann niemand was anhaben, weil wir sind von besserem Geblüt, was weiß ich. Und eben hohe Stellung im Parlament und keine Ahnung. Und er hat eine Affäre mit einer Angestellten. Und die wird er dann irgendwann beenden. Und das kommt dann raus und seine Frau versucht dann damit auf ihre Art und Weise natürlich klarzukommen. Und er versucht seine Familie in irgendeiner Weise zusammenzuhalten und sagt, das war nichts, das war nur Sex und das hat überhaupt nichts zu bedeuten und bla. Problem an der ganzen Sache ist, dass seine Freundin, nennen wir es mal so, behauptet, dass kurz nach dem Ende der Beziehung er sie vergewaltigt hat. Und er sie quasi im Aufzug überfallen hat und sie sich nicht wehren konnte und deswegen hat sie dann Strafanzeige gestellt. Und die Geschichte wird quasi erzählt aus dem Blickwinkel des Angeklagten und der Ankläger, also der Anwältin für die Krone. Ja? Und es gibt dann auch immer wieder Rückblenden in seine Vergangenheit, weil es kommt dann auf, dass sich noch jemand meldet, dem wohl was Ähnliches passiert ist, als er noch nach Oxford aufs College ging. Und seine Frau kann es aber irgendwie nur bis zu einem gewissen Grad alles glauben, weil sie kennt doch ihren Mann. Und so ganz verstrickt sich das Ganze. Und wir haben diese Gerichtsverhandlung dann, diese sehr britische Gerichtsverhandlung, muss ich sagen. Also es sind nicht zu vergleichen mit irgendwelchen amerikanischen Gerichtsverhandlungen mit Einspruch, euer Ehren und bla und keine Ahnung. Es geht da alles extrem gesittet zu.
Was ich sehr spannend fand, weil ich habe noch nicht so oft Serien mit britischem Gerichtsverfahren gesehen. Und so wird es halt aufgedröselt. Und was steckt wirklich dahinter? Hat er sie jetzt vergewaltigt? Hat er sie nicht vergewaltigt? Hat er seine Stellung ausgenutzt in irgendeiner Weise? Was seine Frau und seine mit tun? Und wie gehen seine Familie und seine Kinder damit um? Und gibt es noch mehr Geheimnisse, von denen sie nichts weiß und die er begangen hat? Und warum steht eigentlich der Prime Minister so direkt hinter ihm und stützt ihm so den Rücken? Gibt es da auch noch irgendwelche Geheimnisse? Und warum ist eigentlich die Anwältin so krass dahinter, dass er geschnappt wird? Hat sie irgendwelche persönlichen Erfahrungen mit dem Thema oder Ähnlichem? Und das wird halt auch innerhalb dieser, ich glaube, es sind auch nur 6 Folgen, aufgedröselt. Kompletter Kontrast zu dieser Fantasy-Geschichte von Parallel Worlds, aber auch das hat mich wieder so total gefesselt. Und ich mag britische Serien ja sowieso sehr, dass ich die auch wieder, ich habe die gestern in einem Rutsch durchgeguckt. Das war. Ja. Aber Vigil wolltest du nicht gucken, Mensch, das war ist eine gute britische. Oh, so spannend, ey. Ja, okay. Nee, so. Nee. Ja. Nee, klingt gut. Also ich glaube, das ist die neue David E. Kelly-Serie, ne? Die, ja, genau. Ja, okay. Ja. Sehr gut. Werde ich auch mal reingucken. Ja, ganz kurz noch von mir. Ich bin jetzt bei Picard auf dem aktuellen Stand. Da kommt ja jede Woche eine neue Folge irgendwie. Ja. Ist echt gut. Also, das kann man echt empfehlen. Ja. Ist ganz anders als die erste Staffel. Macht so ziemlich alles richtig, was die erste Staffel ein bisschen schleifen lassen hat. Und kann man durchaus gucken. Guckt sich zwar ein bisschen was ab von Star Trek Discovery. Aber ja. Ist ja auch von den gleichen Machern. Ja, aber hat auf jeden Fall, ja, kriegt eine gute. Ich versuche gerade mich drum herum, um dass ich nicht spoiler oder so. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sagen wir so, kurz und knapp. Ja. Ich bin jetzt da, ich weiß nicht, wie viele Folgen noch kommen, also macht Spaß zu gucken. Okay, Mensch, da sind wir ja schon in der Rätselecke. Das geht ja hier Schlag auf Schlag heute hier. Rätselecke. So, dann bin ich ja heute mal dran, weil ich das letzte Mal durch Dusel gewonnen habe. Ich mich recht erinnere. Moment, wenn ich mich richtig erinnere, hast du letzte Woche einfach nur dominiert. Gut. Also, fangen wir mal an. Frage. Wir hatten ja diesen schönen Film aus Norwegen. Chris wird sich erinnern. Hurra. Mit Schrecken. Welcher dieser Filme enthält keine Szenen, die in Norwegen gedreht wurden? Ja, welcher dieser Filme? Und damit es ganz einfach ist, habe ich nur Marvel-Filme für euch. Da kennt ihr euch ja aus. Erstens Doctor Strange, zweitens Thor, drittens Black Widow, viertens Captain America, First Avenger, fünftens Avengers Endgame, sechstens Ant-Man. Welcher Film enthält keine Szenen, es gibt nur einen richtigen, der in Norwegen gedreht wurde? Was war der erste? Doctor Strange, Thor, Black Widow, Captain America, First Avenger, Avengers Endgame, Ant-Man. Endgame. Ich sag Ant-Man. Ant-Man ist richtig. Vollkommen richtig. Yay! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ant-Man. Ich habe überlegt, er hat am wenigsten Landschaftsaufnahmen. Hast du Ant-Man oder Endgame? Ich hab Endgame. Endgame. Okay. Endgame. So, Chris, der Druck lastet jetzt auf dir. Du musst hier dranbleiben. Ne? Ich darf zuerst antworten. Ich habe keinen Druck. Druck habe ich höchstens auf Klo. Also, Karfreitag ist ja ein sogenannter stiller Feiertag. Darum ist nichts erlaubt, was das, Zitat, religiöse und sittliche Empfinden stören könnte. Das heißt, es dürfen bestimmte Filme nicht im Fernsehen oder im Kino gezeigt werden. Welche dieser folgenden Filme sind an Karfreitag Moment, das muss ich kurz lesen. Ja. Verboten, erlaubt, also nee, ich lese gerade, welcher dieser Filme ist an Karfreitag nicht verboten? So rum. Welcher? Verboten, gut, dass du deine Fragen gut vorbereitet hast. Genau. Einer. Welcher dieser Filme ist an Karfreitag nicht verboten? Ja, es ist nämlich nur ein richtiger. Ich hatte hier aus Versehen die Formulierung für mehr. Nicht verboten. Also, nicht verboten. Matrix, Ghostbusters, Heidi in den Bergen, Jack is the Movie, Lamborg oder Banana Joe mit Bud Spencer? Also, Matrix, ich weiß, Ghostbusters, Heidi in den Bergen, ja, Jackass, Lamborg, ja. Banana Joe. Ich
glaube, ich habe keine Ahnung, was Banana Joe ist, aber ich glaube, es ist Banana Joe, weil die anderen. Also nochmal. Heidi, also du Matrix, Kate sagt Banana Joe. Matrix, Ghostbusters. Also Heidi, Heidi weiß ich hundertprozentig, dass es verboten ist. Matrix, genau wie das Leben des Brian. Heidi, Jackass, Lombok. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich glaube tatsächlich, dass es, weil Banana Joe hat so viel Musik und gute Laune. Ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich Lombok ist. Also du sagst, Lombok ist nicht verboten und Kate sagt, Banana Joe ist nicht verboten. Dann habt ihr beide falsch. Okay, dann ist Matrix. Also verboten ist, nee, nicht verboten ist Matrix, genau. Verboten sind auch Ghostbusters, Heidi in den Bergen, Jackass the Movie. Und es gibt eine Riesenliste, die werde ich mal als Link mal mit, ich tue sie schon mal unten ins Dokument, da könnt ihr schon mal einen Blick reinwerfen. Da sind Filme drauf, wo er sagt, übrigens, Heidi in den Bergen ist nur deswegen verboten, weil das vergessen wurde, bei der FSK zur Prüfung einzureichen. Deswegen sind die per se verboten. Ja. Der enthält natürlich jetzt nichts Schlimmes oder so. Okay, also steht's immer noch 1-0 für die Kate. Chris muss Warum hast du nicht nach Leben des Brian gefragt? Das hätte ich gewusst. Chris muss zuerst antworten. Also, wir hatten ja heute The Bubble von Judd Apatow. Welcher Fakt über Judd Apatow ist falsch? Erstens, er hat Seth Rogen entdeckt. Zweitens, sein großes Idol ist Steve Martin. Drittens, er zählt Brokeback Mountain zu seinen absoluten Lieblingsfilmen. Viertens, er hat mit Adam Sandler in einer WG gewohnt. Oder fünftens, sein erstes Geld verdiente er mit Auftritten in einem Stand-Up-Comedy-Club. Alter. Soll ich nochmal vorlesen? Ja, bitte. Er hat Seth Rogen entdeckt. Sein großes Idol ist Steve Martin. Er zählt Brokeback Mountain zu seinen absoluten Lieblingsfilmen. Er hat mit Adam Sandler in einer WG gewohnt und sein erstes Geld verdiente er mit Auftritten in einem Stand-Up-Comedy-Club. Und was stimmt nicht? Genau, welcher Fakt über Judd Apatow ist falsch? Also vier Sachen stimmen und einer ist falsch. Dann würde ich sagen, das ist ein, also auf jetzt mal. Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, er hat Seth Rogen müsste er kennen, auch so, aber ich glaube nicht, dass er ihn erkannt hat, dass das noch hängen geblieben ist. Also was haben wir, Comedy Club? Er hat Seth Rogen entdeckt, sein großes Idol ist Steve Martin, er zählt Brokeback Mountain zu seinen Lieblingsfilmen, er hat mit Adam Sandler in einer WG gewohnt oder sein erstes Geld verdiente er mit Auftritten in einem Stand-Up-Comedy Club. Dann ist, dann sage ich, er hat Seth Rogen entdeckt. Ist falsch, sagst du, okay? Ja. Ich sag das mit Brokeback Mountain. Ja, habt ihr beide falsch. Er hat sein erstes Geld nämlich nicht mit Auftritten in einem Stand-Up-Comedy-Club verdient, sondern er arbeitet dort als Tellerwäscher und hat dabei so viele Programme von Comedians gesehen, dass er seine humoristische Prägung... Der Rest stimmt. Also Brokeback Mountain ist einer seiner Lieblingsfilme. Adam Sandler, sein großes Idol ist Steve Martin, den hat er auch mal getroffen. Der wollte ihm aber kein Autogramm geben und Jahre später hat er ihm dann eins gegeben. von sich aus. Seth Rogen hat er entdeckt, war in seinem ersten Film. Okay, Mensch, hat Kate ja schon gewonnen hier. Mensch, hier, wo ist denn hier mein Applaus hier? Applaus, Applaus. Yay! Danke. Danke, danke, danke. Ich hatte noch ein paar schöne Schätzfragen für euch gehabt. Ich wollte die noch hören. Hebst du die auf? Nee, das passt jetzt gerade hier so. Also wir hatten ja Ant-Man, ne? Eine schöne Schätzfrage, wo man drauf kommen kann. Der wievielte Film im MCU ist denn Ant-Man? Der achte. Kate? Siebte. Brauchst du nur eins drüber oder eins drunter gehen? Der neunte. Ja, bist du näher dran am 12. Okay. Ui. Ja, der 12. Wieso kann man da drauf kommen?
Ja, weil man ja die gerade die ersten Filme kennst du ja ungefähr noch die Reihenfolge Iron Man und dann hier und so weiter. Ja. Könnte man vielleicht noch zusammenbringen, sag ich mal. Thor und so weiter, aber ein bisschen. Ah ja, könnte man zusammen. Ja. Ja, ich nicht, aber ihr vielleicht. Ihr seid da viel mehr am Thema. Okay, beim nächsten Mal frage ich dann den Erik, wenn ich alle Star Wars Filme hintereinander von Anfang bis Ende schaue, wie viele Sekunden habe ich dann mit Star Wars verbracht? Das kann man schon mal wissen. Das ist ja ein bisschen was anderes, aber wir waren ja bei den MCU-Filmen fast jedes Mal im Kino, da kann man ja vielleicht noch ungefähr, aber gut. Ich verstehe. Den ersten Auftritt von Ant-Man hätte ich noch gehabt, wann der zum ersten Mal im Comic aufgetaucht ist. Wäre 1962 gewesen. Ja. Okay. Und Heidi in den Bergen. Wann ist er in Deutschland ins Kino gekommen? 1975. Hätte ich noch gehabt. So, jetzt habe ich meine Schätzfragen durch. Sehr schön. Da ist die Kate das nächste Mal dran. Und vielleicht gleich mal hier das Kreuzchen rüber machen. Zack. Ich hoffe, da kommen nicht so viele fantastische Tierwesen dran. Und nee, Harry Potter. Alles klar. Nein. Das ist bei euch vergebene Liebesmühe. Ja. Das kannst du so nicht sagen. Wie viel Screentime hat Daniel Radcliffe in allen Harry Potter Filmen zusammen? Erik, du hast sie doch gesehen. Ich habe jede Minute gelitten. Nee, Quatsch. Oh. Nimm das zurück. Ganz dünnes Eis. Nein, ich habe es ja geguckt. Wir haben ja die letzten Filme auf jeden Fall gefunden. Immer dran denken, das sage ich zu meinen Schülern auch immer dran denken, so ganz dünnes Eis. Wenn ich dazukomme, ist vorbei. Dann, das bricht dann und Fett schwimmt oben. So, jetzt sind wir bei den Musiktipps schon. Music. Was packt ihr denn auf die Playliste drauf für unsere Spotify-Liste? Ich packe einen weiteren Song von 5 Seconds of Summer drauf, und zwar Ghost of You. Okay, Chris? Ich packe meinen Koffer und nehme mit einmal die 5 Seconds of Summer mit Ghost of You von der Kate. Und von mir gibt's SDP und die 257er mit Scheiße baut sich nicht von alleine. Okay. Kenn ich nicht, muss ich auch mal reinhören. Und von mir gibt's Akrasee Do It To It. Packe ich da drauf. Könnt ihr abonnieren. Kinocast Songs heißt diese Playlist auf Spotify. Und kriegt ihr jede Woche ein paar neue Songs auf eure Ohren. Okay, dann sind wir ja schon so weit durch für heute. Dann hoffen wir, dass uns morgen was Gutes im Kino erwischt. Kein norwegischer Mystery irgendwas. Ich bin gespannt, wenn du dann vorne fragst, wer den Film gesehen hat und wer eine gut fand, bin ich mal gespannt, was dann so für Handzeichen kommen. Aber ich glaube, naja, wir werden sehen. Und morgen gibt's Bilderrätsel, wenn ich mich recht erinnere, ne? Richtig, morgen gibt's Osterbilderrätsel. Mensch, da sind wir ja schon sehr nah dran, auch schon wieder am nächsten Bilderrätsel. Ist ja auch wieder bald. Richtig. Müssen wir ja noch ein bisschen nachproduzieren? Mal gucken. Nee, wir haben doch bis September, glaube ich, schon jetzt mittlerweile. Du hast doch sehr viel geliebt getan. Wurden die akzeptiert, ja? Was heißt, müssen wir das freigeben lassen von jemandem? Wir machen das einfach. Nein, von dir. Also ich habe ja dir geschenkt zur Endkontrolle, du da draus machst dann noch. Ja, nee, liegen doch alle drin. Ich habe ja nur irgendwas zusammengeschustert. Kannst du angucken, liegen alle drin. Okay, cool. Hab sogar schon deinen Spickzettel mit den Lösungen aktualisiert, damit du da... Das ist clever, ja. Okay, dann liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Frohe Ostern. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Schöne Ostern noch. Der Kinocast.